So, Freunde, nach 5 langen Tagen in Passau geht es endlich weiter, die Papiere sind da und freuen uns echt, jetzt weiterfahren zu dürfen. Wir müssen Strecke machen, einen nice Ankerspot suchen. Abfahrt! Abfahrt! Wir sind immer wieder froh, nach langen Hafenaufenthalten wieder einfach unterwegs zu sein, solange es halt gut geht. Da hinten ist der Hafen und wir haben schon Motorprobleme. Unser Rückwärtsgang funktioniert nicht und im Standgas klingt er auch schon komisch. Wir haben es jetzt ein bisschen eingestellt, aber funktioniert! Also oft mussten wir vor den Schleusen warten, da gerade keine Kammer auf Oberwasser bereit war, uns zu schleusen. Wir vertrieben uns die Zeit und nach spätestens 2 Stunden ging es dann meistens weiter. Schleusen sind wir uns langsam gewöhnt, jetzt werden sie halt größer. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spannender, aber der Ablauf ist schon mal uns bekannt. Sobald das Licht grün wird, darf man einfahren und schwupp geht es 15 Meter runter und ab auf der anderen Seite wieder raus. So einfach ist das. Passau, eine Stadt mit Geschichte. Menschen kamen und gingen. Donau, Inn und Ilz formten die Metropole zur Drei-Flüsse-Stadt. Durch die italienisch angehauchte Altstadt bekam Passau seinen Namen Venedig von Bayern. Wo die Donau Grenzfluss von Deutschland und Österreich ist, wird der Blick auf das Ufer von stillliegenden Kreuzfahrtschiffen unterbrochen. Wie aus einem Winterschlaf erwachen die Giganten wieder langsam zum Leben. Von Gästen jedoch fehlt noch jede Spur. Und so verlassen wir nun Deutschland und schippern weiter nach Österreich. Bootshaken füttern. Meld dich. Unsere ist ein bisschen labil. Wir sind bereit, jede Summe zu zahlen, die wir wollen. Hier waren wir dann bei der Schlögener Schlinge und die wollten wir uns auf jeden Fall auch von oben anschauen. Dazu mussten wir allerdings erstmal 30 Minuten den Berg hochlaufen, aber es hat sich dann mega gelohnt und von da oben hatte man einfach eine mega Aussicht. Folgt mir, Kinder! Wir sind wirklich wieder fasziniert, wie schön auch Österreich sein kann.
Und wie war das Erlebnis? Sehr schön, also kann mir jedem nur empfehlen. Sehr eindrücklich auf jeden Fall, die Donau endlich mal von oben zu sehen. Als wir dann wieder unten waren, haben wir gleich den Herd angeschmissen. Wir hatten richtig Hunger und wir hatten auch was Leckeres zum Essen gekauft. Und der? Heute gibt's was Besonderes. Vielleicht hast du so. Come on, guys! Hurry up! Baila Cadela, baila Cadela, oh, se care. Baila Cadela, baila Cadela, oh, se care. Voglia, voglia, oh, oh, voglia, voglia, oh. Vai, Macarena, vai, Macarena, oh, se care. Yeah, wow! So. Wenn es regnete, wie an diesem Tage, zogen wir uns in die Kajüte zurück und begannen Videos zu schneiden und Musik zu machen. Bye, Bacalela, bye, Bacalela.